Hi Leute, ich bin wieder euer Daniel Gärtner, heute mit der Lucy und mit dem Andi und mit dem Philipp vom Showteam. Wir sind jetzt gerade auf der Budo Gala in Österreich und haben gerade Pause und warten auf unseren zweiten Showact. Ja, und wie trainieren wir Kampfsportler immer, ne, unsere Koordination, unsere Reaktion? Das machen wir jetzt einfach mal hier mit so einem ganz einfachen Bocken. Das ist ein Übungsschwert und der Andi macht jetzt mal seine Hand auf. Und jetzt geht es eigentlich darum, dass der Andi möglichst früh das Schwert fängt. Und das kann ich natürlich sehen, wie weit das Schwert nach unten durchrauscht. So, ja. So, irgendwann lasse ich mal aus und der Andi muss möglichst früh zugreifen. Das war schon ziemlich gut, gell, weil er weiß das nicht. Und im Kampfsport ist es ganz toll, wenn ich zum Beispiel irgendwie ein bisschen ablenke. Ja. So, schau. Und dann kann er natürlich hier schon wirklich gut reagieren. Wie viel ist 3x4? 3x4, 12. Genau. Gut. 5 minus 2? 3. Es ist so ein bisschen Live-Kinetik, Kinästhetik und Koordination im Kopf. Das ist eine ganz wichtige Geschichte. So, schauen wir mal, ob sie Lucy genauso macht. Ha? Genau. So, halt, stopp. Und zwar bei dir machen wir es gerne mit 2 Schwertern. Ja. So, also, du bist jetzt hier mit 2 Schwertern, ja, und jetzt weißt du nicht, ob ich jetzt die oder ob ich die andere auslasse. Ja. Und da haben wir natürlich die Möglichkeit, noch ein bisschen mehr Koordinationstraining und Kopplungsfähigkeit zu trainieren. Wunderbar. Ja, das war's schon. Das war so zwischen eine kurze Einheit, einfach, dass für den Kopf ein bisschen was gemacht wird und dass ja, wir ein bisschen was zu machen haben. Uns ist langweilig hier im Training. Naja. Schaut mal rein, liked uns, gebt uns einen Daumen hoch, abonniert uns und wir stellen regelmäßig tolle, lustige Videos rein. Zum Beispiel solche Videos, wo ich Andi einfach mal auch und dann, genau. Ja. Bis später. Ciao. Ciao.